Halbzeit am Biberer Berg und es ist mir jetzt eine große Freude, Regis Dorn hier begrüßen zu dürfen, auch wenn, und das muss man glaube ich sagen, der Anlass ein sehr trauriger ist. Ihr habt vor dem Spiel mit vielen alten Weggefährten Suat Türker gedacht. Vielleicht erstmal dazu, wie kam es denn jetzt dazu? Ja, erstmal guten Abend. Also uns war es sehr wichtig natürlich, nochmal an Suat zu gedenken. Also wir haben das in unserer Gruppe geplant und wollten alle gemeinsam nochmal auf dem Platz vorbeischauen, wo er ja Großes geleistet hat für den Verein. Ich glaube irgendwie, Suat verkörpert auch so ein bisschen Offenbach, glaube ich, mit seiner Mentalität, mit seiner Art und Weise. Und das war mir einfach eine Ehre, mit dem Spieler zu spielen. Man hat auch auf der Anzeigetafel, während ihr durch das Stadion gelaufen seid, einige Bilder gesehen, auch von dir und Suat zusammen. Ihr wart ja auch ein Sturmduo. Hast du da noch Erinnerungen an die Zeit? Wie oft denkst du daran noch zurück? Ja, das war eine besondere Beziehung, will ich mal sagen, auf dem Platz und neben dem Platz. Suat war sehr wichtig für mich. Wir haben ein sehr gutes Zusammenspiel gehabt. Ja. Er hat mir sehr viele Vorlagen gegeben, damit ich meine Tore schießen kann. Und ja, also für mich wird er eine große Lücke hinterlassen. Also ich glaube nicht nur bei mir als Mensch, aber ich glaube in der ganzen Stadt, weil er einfach viel zu früh gegangen ist. Wir vermissen ihn jetzt schon alle. Ja. Wenn du jemanden so Türker quasi als Typ erklären möchtest, gibt es irgendeine Geschichte, auf die du dann zurückgreifst oder an irgendein Erlebnis mit Suat zusammen, wo du besonders gerne dran zurückdenkst? Ja, ich habe damals, als ich nach Offenbach kam, zuerst beim SC Freiburg gespielt und bei Freiburg ist ja irgendwie die heile Welt, so ein bisschen alles so wie im Bilderbuch, und da kam ich nach Offenbach und Suat hat mir dann andere Seiten gezeigt, aber wir haben so viele tolle Sachen erlebt zusammen. Der hat mir das Begemmenspiel beigebracht. Der hat mir, wie gesagt, es war ein großer Bruder und der war menschlich einfach so gut mit jedem, glaube ich, mit jedem Fan, mit jedem Mitspieler, auch mit jedem Gegenspieler. Es war einfach ein toller Typ. Also ich denke, das sind Worte, ja, die wir alle so unterschreiben würden in Offenbach. Danke, dass du hier kurz bei uns warst und so ein bisschen Einblick gegeben hast, lieber Regis. Und ja, allen Hinterbliebenen von Suat Türker wünschen wir natürlich nur das Allerbeste und ja, herzliches Beileid. Jost Mayrose, Flutlichtspiel, 2:1, Riesenkampf. Für die Fans ein richtig geiles Spiel. Wie hast du es auf dem Platz wahrgenommen? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir relativ griffig waren am Anfang, dass wir ganz gut reingekommen sind, uns die eine oder andere Umschaltchance erspielt haben. Dann natürlich mit der gelb-roten Karte, dass sich das Spiel komplett ändert. Muss man halt einfach das Ding dann zu Ende kämpfen muss, zu Ende verteidigen muss, ja, und dann halt die andere Mannschaft mal kommen muss. War das vielleicht dann auch der Schlüssel zum Sieg, dass ihr das Spiel dann ab dieser gelb-roten Karte genauso dann auch angenommen habt und gesagt habt, okay gut, dann müssen wir jetzt hier halt eben eklig 60 Minuten das komplett wegverteidigen? Ich glaube nicht unbedingt der Schlüssel zum Sieg, weil ich glaube auch, dass wir das zu 11 gewonnen hätten. Vielleicht sogar noch Tick klarer gewonnen hätten, weil ich, wie gesagt, echt das Gefühl hatte, wir waren eigentlich ganz, ganz griffig. Ja, und da mit der gelb-roten Karte gibt es ja gar keine andere Option, als zu sagen, man verteidigt das jetzt zu Ende. Wir hatten, auch wenn es uns natürlich viel Nerven gekostet hat, sehr viel Spaß an dem Spiel. Du auch auf dem Platz? Auf jeden Fall, ja. Macht dann Spaß, wenn man merkt, die Fans gehen mit, der Rasen ist ein bisschen feucht, Zuschauer sind da. Ist natürlich ein geiles Gefühl, ja. Für dich sicherlich auch dahingehend besonders, dass du jetzt mal wieder in der Startelf gestanden hast. Wie blickst du auf deinen Abend heute zurück? Ich habe mich gefreut, dass ich mal das Vertrauen, die Chance bekommen habe, das Ganze auch mal von Anfang an zu zeigen. Ja, und hoffe oder glaube auch, dass ich das eigentlich ganz, ganz solide gemacht habe, ganz gut gemacht habe. Ein grinsender Mike Vetter steht vor mir. Das kann nur heißen, es war ein erfreulicher Abend am Biberer Berg. Wie hast du das Spiel heute erlebt, Mike? Ja, grinsen. Grundsätzlich gibt es, glaube ich, nichts Geileres als Freitagabend hier zu Hause. Spielverlauf war am Ende natürlich auch zufriedenstellend. Wir haben gewonnen. Ich glaube, wir waren aber auch sehr gut im Spiel. Haben am Ende auf jeden Fall mehr als verdient gewonnen. Es war ja auch ein besonderer Abend qua der Rahmenbedingungen. Also das Gedenken an Suat Türker und dann ein riesen Kampffight, ein klassisches Offenbacher Flutlichtspiel. Habt ihr so ein bisschen mitgeschnitten, wie wichtig das heute Abend war, dass das so ein schönes Spiel geworden ist? Ja, wir haben es alle mitbekommen. Auch hier nochmal einfach Respekt an das, was er geleistet hat, dass er es auch hinterlassen hat. Ich denke mal, das hat man heute gesehen. Wie soll ich sagen, mein Beileid den Hinterbliebenen nochmal. Ich glaube, dass man mit so einem Abend vielleicht auch ein bisschen Kraft tanken kann.
weil man hat ja auch einfach gespürt, ja, wie wichtig er war für Kickers Offenbach. Und am Ende ja, einfach nur ein schöner Abend, geiler Abend, auch mit was für einer Power die Jungs hier aufgetreten sind. Jason hat wieder als Innenverteidiger das Tor gemacht. Also großen Respekt an die Jungs und ich glaube, so können wir alle zufrieden nach Hause gehen. Du konntest dann auch noch deinen Teil beitragen, hast auf der 6 auch nochmal mächtig aufgeräumt. Wie hast du dein Spiel heute erlebt? Ja, ich meine, es waren noch, glaube ich, 15, 16 Minuten zu spielen. Da galt es nur noch, sich reinzuhauen. Und am Ende ja, haben wir, glaube ich, dann kam Zitzelsberger auch noch ja, vieles abgeräumt, aber die Innenverteidiger oder die Abwehr hat das heute richtig gut gemacht. Und ja, wie schon eben gesagt, so können wir zufrieden nach Hause gehen. Könnt ihr denn jetzt das Wochenende ein bisschen genießen oder geht es direkt weiter mit Training? Es geht direkt weiter mit Training, aber den Abend werden wir trotzdem noch ein bisschen genießen. Ja. Dann feiern. Jason Breitenbach, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit dem Feiern heute Abend. Es war ein Riesenfight, den ihr da hingelegt habt. Vielleicht kannst du uns erstmal jetzt mit ein bisschen Abstand deine Sicht auf das Spiel schildern. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns in alles reingehauen, auch nach der gelb-roten Karte, was meiner Meinung nach ein bisschen unberechtigt war, aber... Wie gesagt, ich glaube, wir waren 17 Minuten Unterzahl, haben alles reingehauen und dann verdient auch gewonnen. Die gelb-rote Karte hat bei uns sicherlich auch die Gemüter erhitzt. Man muss allerdings sagen, klare Torchancen habt ihr im Anschluss auf Balinger Seite kaum zugelassen. Ja, wie gesagt, wir wussten jetzt, mit 10 Mann müssen wir noch mehr verteidigen. Das haben wir gemacht, auch hinten mit Rossi und Seba, glaube ich, nichts durchgegangen. Und bin ich einfach glücklich, dass es so gelaufen ist. Durchgegangen bist aber du einmal, ich glaube sogar noch in der eigenen Hälfte losgelaufen beim 1:0. Kannst du uns mal erzählen, was dir da durch den Kopf ging? Eigentlich nichts. Ich habe gesehen, ich habe Platz vor mir, einfach mal angezogen und dann draufgehalten. Und auch wirklich sauber getroffen, das Ding. Ja, war glaube ich noch abgefälscht, sonst geht er nicht rein, aber... Das verschweigen wir, Jason, das wird rausgeschnitten. Und das 2:0, Elfmeter, hast du dich einfach so gut gefühlt heute Abend oder warst du einfach dran? Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe Semir gefragt, ob ich ihn schießen darf. Er hat mir gegeben und dann habe ich einen eiskalt, denke ich, mal reingemacht. Hast du schon mal einen Doppelpack geschnürt oder war das eine Premiere für dich in einem Pflichtspiel? Es war eine Premiere, glaube ich, ja. Also im Herrenbereich auf jeden Fall. Bist du einer, der sich dann den Spielball schnappt oder hast du das verpasst heute Abend? Ich habe es verpasst, aber wie gesagt, ich gebe da nicht so viel drauf. Ich bin einfach nur froh, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Es war ja auch ein ganz besonderer Abend. Ich weiß gar nicht, wie sehr ihr das so mitbekommen konntet im Vorfeld. So hat Türker gedacht, einer ganz großen Vereinsikone. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das mitbekommen habt, aber vor dem Hintergrund war das natürlich nochmal besonders schön, dass es so ein toller Sieg heute Abend war. Natürlich haben wir es mitbekommen beim Aufwärmen. Ist schade, wir haben Suat noch gesehen hier im Stadion bei Hermann Huber bei der Verabschiedung. Und ja, das war, glaube ich, auch ein gutes Geschenk, denke ich, nochmal an ihr. Dann sage ich recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel Kickers Offenbach gegen TSG Balingen. Endstand 2:1, die offizielle Zuschauerzahl 6081. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Martin Braun und Ersan Palatan. Und Martin, du darfst beginnen mit deinem Statement. Ja, hallo. Erstmal Ersan und seiner Mannschaft Gratulation zum Sieg. Und war schon so ein Spiel, wie wir das erwartet haben. Sehr emotionales Spiel. Offenbach, fand ich, kam gut ins Spiel. Bisschen dynamischer, mehr Durchsetzungswille, mehr Durchsetzungsfähigkeit. Finde, dass die Führung dann auch verdient war. Bisschen glücklich, weil der Schuss abgefälscht war. Aber davor hatten wir eins, haben wir Glück. Also von dem her, Führung war verdient. Und dann kam die Gelb-Rote und dann wurde das Spiel natürlich offener. Erste Halbzeit haben wir es dann ja, nicht so konsequent versucht. Zweite Halbzeit fand ich, war es dann besser, waren wir aggressiver und hatten dann auch schon eine große Chance zum 1-1, dann 2-0. Dann haben wir 2-1 gemacht und hatten sicher noch 2-3 sehr gute Chancen zum Ausgleich. Bin der Meinung, dass es gut möglich gewesen wäre, dann einen Punkt mitzunehmen. Aber es ist für uns ein gutes Lernspiel, wenn wir ernsthaft in diesen Tabellenregionen sein wollen, dann geht es halt darum, diese Zweikampfhärte und dann auch den Willen, sich immer wieder durchzusetzen, auch im 1:1. Das ist dann der Unterschied zwischen Offenbach und uns, was kein Beinbruch ist für uns, weil natürlich wir unter anderen Bedingungen arbeiten, aber trotzdem glaube ich, und dass wir ja schon wollen, dass wir besser werden. Und besser werden können wir genau in dem Punkt, einfach dann diese Zweikampfhärte, Durchsetzungswille, Durchsetzungsfähigkeit weiterzuentwickeln. Und dann können wir vielleicht in solchen Spielen auch punkten. Daran arbeiten wir.
und Ersan und seiner Mannschaft weiter alles Gute. Vielen Dank, Ersan. Erstmal vielen Dank und auch Hallo von mir in die Runde und auch danke an die Glückwünsche. Bevor ich zum Spiel komme, möchte ich mal meine Eindrücke schildern, weil ich mich schon aufrege und sauer bin. Ich bin seit 13 Meisterschaftsspielen hier beim Kickers Offenbach, habe davor auch bei anderen Mannschaften in der Regionalliga Südwest gearbeitet und das sind einfach meine Eindrücke, meine Wahrnehmung und ich muss auch meine Mannschaft schützen. Ich muss sagen, dass ich in diesen Spielen, in diesen 13 Spielen, vor allen Dingen in 7 Heimspielen, immer das Gefühl hatte, und das meine ich ernsthaft, dass wir immer in 50-50-Entscheidungen vom Schiedsrichter gespannt benachteiligt wurden. Und ich habe das bis jetzt nie geäußert, habe das immer in mich reingekehrt, aber letztendlich ist auch meine Pflicht als Trainer dieser tollen Mannschaft, auch dieses tollen Vereins, auch mal hier diese Wahrnehmung, die ich habe, einfach auch darzustellen und zu schildern. Ich mache da niemandem einen Vorwurf, ich bin da auch nicht persönlich, das ist halt meine Wahrnehmung. Und ich muss das einfach auch ganz klar mal erwähnen, weil es schwer ist für Spieler auf dem Platz, aber auch für die Trainer draußen, einfach das hinzunehmen. Ja, wenn ich als Schiedsrichter einfach zu schnell reagiere und nicht mehr mir die Möglichkeit gebe, mal 2 Sekunden, 3 Sekunden über eine Entscheidung in beide Richtungen nachzudenken und dann zu handeln, dann wird es schwer, dass man so ein tolles Fußballspiel, was in den ersten 30 Minuten von beiden Seiten wirklich gut war, so eingreift und dementsprechend auch dann das Spiel, was ein gutes Spiel war, dann dementsprechend trotzdem ein gutes Spiel ist, aber nicht halt im 11 gegen 11, sondern im 11 gegen 10. Und das wollte ich einmal noch mal ganz kurz und ganz klar darstellen. Zum Spiel, wir sind super reingekommen in die Partie. Die Jungs haben wirklich eine tolle Reaktion gezeigt, weil wir einfach nicht zufrieden waren letzte Woche in Aalen. Und haben uns unseren Matchplan wirklich im Spiel gegen den Ball und im Spiel mit dem Ball überragend umgesetzt, in meinen Augen. Haben vor dem 1-0 schon klare Torchancen, sind einfach dominanter, aggressiver in den Zweikämpfen, haben auch im Spiel gegen den Ball, beziehungsweise dem Gegner auch nicht zugelassen an Torchancen. Und wie gesagt, dann kommt halt die 30. Minute, wo man da natürlich dann in Unterzahl bravourös verteidigt, immer wieder in der zweiten Halbzeit trotzdem Nadelstiche setzt und demzufolge auch 2 wunderbare Tormöglichkeiten hat, wenn wir den letzten Pass sauber spielen. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie hat heute wirklich ein tolles Gesicht gezeigt. Sie hat eine Reaktion gezeigt. Sie hat aufopferungsvoll gekämpft. Nicht nur gegen den Ball, sondern wir haben immer wieder Momente gehabt. Ich denke an die Sololäufe von Semir Saric, an Lukas Hermes, der es immer wieder probiert hat, Damian Balic, der reinkam und alle anderen auch, die sich hier wirklich reingeworfen haben. Wie gesagt, nicht nur defensiv, auch offensiv, wo wir unsere Akzente hatten. Und wir können stolz sein, dass wir so eine tolle Mannschaft haben. Danke, Ersan. Ich schaue in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne? Ersan, du hast jetzt den Schiedsrichter kritisiert. Würdest du sagen, dass die beiden gelben Karten nicht berechtigt waren oder waren sie nur übereilt? Wie hast du das gesehen? In meinen Augen, die zweite gelbe Karte ist berechtigt. Ja, okay. Die zweite. Aber die erste gelbe Karte, wo soll sich der Jopek auflösen? In Luft. Also das war unmittelbar Freistoß gepfiffen, schnell ausgeführt, bewusst schnell ausgeführt. Ich mache da dem Spieler von TSG Balingen gar keinen Vorwurf. Aber wenn ich da Fingerspitzengefühl habe, dann weiß ich, dass dieser Spieler sich innerhalb von einer Sekunde da nicht auflösen kann. Und dann warte ich einfach ab und gucke, was passiert. Dann habe ich diese gelbe Karte gegeben, habe vielleicht überreagiert. Dann ist in der zweiten Situation einfach ein Fingerspitzengefühl zu haben. Darum geht's. Über die zweite gelbe Karte, ganz klar, es ist eine gelbe Karte. Aber wenn ich dann in der ersten Aktion so eine gelbe Karte ziehe, dann muss ich halt da klar sein, muss ich das überdenken. Ich muss mal die Entscheidung sacken lassen, den Pfiff sacken lassen und 2 Sekunden später, 3 Sekunden später vielleicht die gelbe Karte geben oder auch in dem Moment nicht geben. Und das fehlt mir. Und das ist in der Masse einfach sehr oft gegen uns. Und das soll niemand persönlich angegriffen werden. Man soll da nur ein bisschen drauf achten, weil letztendlich wir unsere Arbeit hier machen, die Spieler auf dem Platz ihre Arbeit machen und das sollte nicht der Fall sein, dass wir dementsprechend die Benachteiligten sind. Das wollen wir gar nicht. Es soll in der Mitte liegen und dann ist das okay. Ich würde jetzt noch kurz was dazu sagen wollen. Nur ein Satz ist immer legitim, dass man die Sicht aus seiner Perspektive sieht.
fand ich jetzt schon eine sehr, ich würde mal so sagen, eine Sicht der Dinge, die schon auf die eigenen Perspektiven achtet. Ich möchte dazu nicht mehr sagen, aber es gab wahrscheinlich auch Momente, wo wir hätten sagen können heute, dass es Entscheidungen auf der anderen Seite hätten geben können. Mehr wollte ich nicht dazu sagen. Also. Ja, das ist ja dein Recht, kannst du gerne machen. So, ich schaue nochmal. Holger, Fragen von deiner Seite? Nee, war ja jetzt alles ausführlich. Okay, prima. Gut, dann sage ich vielen Dank. Wir wünschen den Gästen aus Balingen alles Gute für die kommenden Spiele. Für uns geht es weiter nächste Woche, Samstag in Homburg und dann am 5.4. hier zu Hause gegen den KSV Hessen-Kassel. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.